Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Monsters of Law hier bei Wikimedia Deutschland. Mein Name ist Lilly Iliev, ich leite hier das Team Politik und öffentlicher Sektor und ich freue mich sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Monsters of Law ist die Veranstaltungsreihe, bei der wir mit Fachleuten der Rechtswissenschaften und aus der Praxis über Fragen sprechen, die an der Schnittstelle von Recht und der Entwicklung der vernetzten Gesellschaft auftauchen. Das sind Fragen etwa zu Bildrechten, zu freien Lizenzen, aber auch zu persönlichkeits- und haftungsrechtlichen Fragen, die uns alle früher oder später direkt oder indirekt betreffen. Und heute geht es um einen ganz wichtigen Aspekt unserer Forderung öffentliches Geld, öffentliches Gut, nämlich die Frage, wo das Urheberrecht derzeit Open Data ausbremst. Und ganz konkret möchten wir heute über den Paragraphen 5 Absatz 2 Urheberrechtsgesetz sprechen, der den Umgang mit anderen amtlichen Werken regelt und darüber diskutieren, wie es gelingen kann, eine weitgehende Gemeinfreiheit aller behördlich produzierter Werke zu schaffen. Was erwartet Sie in der nächsten Stunde? Weiter ins Thema führt uns jetzt John Weizmann ein. Er ist Urheberrechts- und Medienrechtsexperte und Justiziar des Vereins Wikimedia Deutschland. Und nach der Einführung sprechen wir weiter mit Fachleuten, die wir uns eingeladen haben und die sich hervorragend mit der Thematik auskennen und die ich Ihnen jetzt gerne auch schon vorstellen möchte, die ich herzlich begrüße bei uns. Bei uns ist Felix Reda, ganz links. Felix Reda leitet das Projekt Control Copyright bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Er ist Urheberrechtsexperte und war von 2014 bis 2019 Mitglied des Europäischen Parlaments unter anderem. Herzlich willkommen. Hallo. Bei uns ist außerdem Dr. Saskia Ostendorf. Sie ist Anwältin im Bereich Medienrecht. 2018 hat sie ihre Kanzlei mit dem Schwerpunkt auf Rechtsfragen im Internet gegründet und im selben Jahr hat sie die Initiative Open Legal Data mitgegründet, die sich für den freien Zugang zu rechtlichen Informationen einsetzt. Herzlich willkommen. Hallo. Außerdem haben wir vorab von Ihnen, also von der interessierten Öffentlichkeit, Fragen abgefragt, was Sie zu dem Thema interessiert. Und die haben wir mitgenommen und werden die später im Gespräch auch mit in die Diskussion aufnehmen. Dann freue ich mich jetzt erstmal auf die Einführung von John Weizmann. Ja, vielen Dank. Wir sind hier nicht nur an der Schnittstelle zwischen Recht und Gesellschaft, wie bei dieser Serie von Veranstaltungen immer, sondern wir sind sogar innerhalb des Rechts an einer Schnittstelle, nämlich zwischen dem öffentlichen oder die öffentliche Hand betreffenden Recht und dem Zivilrecht. Denn das Urheberrecht wird ja typischerweise dem Zivilrecht zugerechnet. Das Urheberrecht kennen wir alle. Es hat den Sinn, die kreative Person in ihrer engen Beziehung zum Werk zu schützen und den Kreativen auch eine Monetarisierung ihrer Arbeit und damit ihren Lebensunterhalt zu sichern. Das sind zwei Dinge, die auf den Staat definitiv nicht zutreffen. Der Staat hat nicht ein solches persönliches Interesse am eigenen Werk und der Staat finanziert sich auch nicht über Lizenzen oder den Verkauf von Nutzungsrechten, sondern über unsere Steuern und Abgaben. Das heißt, es stellt sich die Frage, warum sollte ein Staat, eine staatliche Stelle, die öffentliche Hand generell überhaupt Urheberrechte haben an Dingen, die sie produziert? Diese Frage ist nicht neu und deswegen gibt es auch schon seit langem Regelungen dazu, dass eben hier nicht alles so gilt wie bei Privatpersonen oder bei anderen Kreativen, sondern es gibt eben diesen Paragraphen 5 beispielsweise im deutschen Urheberrechtsgesetz, der sich genau mit dieser Frage befasst, was für Rechte hat denn der Staat überhaupt im urheberrechtlichen Sinne. Und das geht auch zurück auf ältere Regelungen bis auf 1901, glaube ich, in Deutschland war die erste Regelung zu diesem Thema. Ich will das mal kurz referieren, was diese Regelung besagt. Also der Hintergrund ist, der Staat braucht diese Schutzfunktion des Urheberrechts eigentlich überhaupt nicht, zumindest nicht in dieser Art und Weise, wie das Kreative und andere Werkschaffende brauchen. Deswegen hat der Gesetzgeber Mitte der 60er Jahre in diesen Paragraphen 5 reingeschrieben, im Absatz 1, Gesetze, Verordnungen, amtliche Erlasse und Bekanntmachungen sowie Entscheidungen und amtlich verfasste Leitsätze genießen keinen urheberrechtlichen Schutz. Das ist eine sehr klare Regelung, die liest sich wunderbar eindeutig. Es geht also um alle möglichen Texte, die irgendetwas regeln, also Gesetze, Verordnungen, Erlasse und eben auch Entscheidungen von Gerichten und so weiter. Kein urheberrechtlicher Schutz, alles klar. Das ist aber längst nicht alles, was der Staat produziert. Deswegen gibt es einen Absatz 2 und das ist der, über den wir heute besonders sprechen wollen.
Der liest sich auch erst anschließend an diese erste Regelung sehr klar, aber wenn man dann genauer hinguckt, werden wir gleich sehen, ist er das leider nicht. Der fängt so an, das Gleiche gilt, also man denkt, ah, das Gleiche wie diese schöne Regelung in Absatz 1. Das Gleiche gilt für andere amtliche Werke, die, und jetzt kommt's, im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht worden sind, mit der Einschränkung, dass die Bestimmung über Änderungsverbot und Quellenangabe in Paragraphen 62 und so weiter entsprechend anzuwenden sind. Bei erstem Hinsehen könnte man eben meinen, gut, das Gleiche gilt, also ah, kein urheberrechtlicher Schutz, aber eben dann kommen diese Einschränkungen, die ich hier nochmal kurz nacheinander nochmal aufzähle, also im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme. Das klingt intuitiv nach allem, was der Staat veröffentlicht. Das soll ja auch irgendwie, da sollen ja Leute von Kenntnis nehmen, darum veröffentlicht man es ja. Aber genau dieser Punkt ist das, woran sich die Unklarheiten, die Rechtsunsicherheiten anschließen, die dazu führen, dass man heutzutage, zumindest, ich denke mal, dass hier in der Runde wir uns relativ einig sind, bei vielen Publikationen und anderen Inhalten der öffentlichen Hand nicht mehr genau weiß, ob man jetzt einen Urheberrechtsschutz hat, ob die öffentliche Hand dort jetzt Urheberrechtsschutz beanspruchen kann oder nicht. Das einfachste Merkmal, was noch kommt, ist der Punkt veröffentlicht. Also es steht drin, es bezieht sich also nur auf Werke, die veröffentlicht wurden. Damit ist klar, Dinge, die irgendwie geleakt wurden oder anderweitig nicht mit dem Willen der Behörde, der jeweiligen öffentlichen Stelle in die Öffentlichkeit gelangt sind, die sind nicht veröffentlicht in diesem Sinne und für die gilt es nicht. Das ist noch relativ klar. Das heißt, Leaks und interne Dokumente von Behörden sind grundsätzlich urheberrechtlich zumindest schutzfähig, jedenfalls nicht nach dieser Norm schutzfrei. Ja, und dann kommen noch diese beiden Punkte Änderungsverbot und Quellenangabe. Ich glaube, wir kommen später noch dazu, was es bedeutet im Sinne von Open Data, wenn man ein Änderungsverbot hat, also wenn ein Änderungsverbot gilt, das heißt, wenn die Inhalte nicht verändert werden dürfen. Das ist ein Problem für Open Data und allgemein für Open Content, also auch für andere Dinge, die sich nicht auf den strengen Open Data-Bereich beschränken. Und dann hat man noch die Quellenangabe. Gut, Quellenangaben zu machen ist relativ einfach. Allerdings kann auch das in der Praxis natürlich ausufern, je nachdem, wie viele Inhalte zusammengeführt werden. Und wenn dann die Quellenangaben länger sind als das, was man daraus gemacht hat, wird es auch problematisch. Zusammenfassend haben wir also eine relativ kurze, aber dennoch mit einigen, würde sagen, Fußangeln kann man, ist noch milde ausgedrückt versehene Rechtsnorm. Man könnte es auch als Minenfeld bezeichnen. Das ist vielleicht wiederum ein bisschen hochgegriffen, aber ich habe es mal zusammengerechnet oder also mir in der Praxis einmal den Ablauf überlegt und man kommt letztlich auf ein, wenn jemand etwas tun will mit öffentlich produzierten Inhalten, auf ein Prüfungsprogramm von mindestens 6 Punkten, die man abprüfen muss, um dann am Ende entscheiden zu können, darf ich etwas damit machen oder muss ich die Behörde fragen oder muss ich Urheberrechte beachten. Das Erste, was man prüfen muss oder wissen muss, ist, ob überhaupt ein schutzfähiger Inhalt vorliegt. Also ob das, was die Behörde produziert hat, überhaupt urheberrechtlich schutzfähig ist. Wenn es das nicht ist, dann brauche ich mir über diese Dinge keine Gedanken zu machen. Aber allein schon die Frage, was ist schon schutzfähig und was noch nicht, ist für Laien allgemein kaum sicher zu bestimmen in vielen Fällen. Und auch, also das ist die erste Hürde. Ich meine, die liegt nicht an diesen Paragraphen, die hat man sowieso, aber die ist auf jeden Fall der erste Stolperstein. Der zweite Punkt des Prüfungsprogramms ist, dass das Ganze aus dem Amt kommen muss. Also ich muss verstehen oder ich muss genau sagen können, ist es eigentlich überhaupt eine amtliche Publikation, die aus dem Amt, aus der Behörde kommt? Oder ist das etwas, was sich das Amt oder die Behörde nur zu eigen gemacht hat, was von irgendwo anders kommt? Das ist auch in der Praxis schon nicht ganz einfach und je nach Fall überhaupt nicht trivial zu bewerten. Und es muss klar sein, diese Norm hier, diese Ausnahme vom Urheberrecht gilt nur, wenn es wirklich aus der Behörde herrührt, wie man dann so schön sagt. Ist eine Einzelfallentscheidung, an der schon viele scheitern werden. Das Dritte ist dann, was ich schon sagte, ist das Ganze veröffentlicht? Das ist noch relativ einfach. Es ist nicht veröffentlicht, wenn es sich um ein Leak handelt oder was anderes Internes. Der vierte Punkt ist das, was ich schon ansprach mit dem amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme. Da wird es sehr, sehr schillernd. Da gibt es also die absurdesten Entscheidungen von Gerichten dazu,
was noch im amtlichen Interesse zu veröffentlichen ist und was nicht. Beispielsweise wurde entschieden, dass öffentliche Fahrpläne nicht zur öffentlichen Kenntnisnahme, zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wurden, wo man sich fragt, auf der einen Seite Steuerbehörden, die Broschüren rausgeben, wie die Leute Steuererklärungen ausfüllen sollen, das sollen amtliche Werke sein, aber Fahrpläne auf der anderen Seite nicht, wo man sich ja auch fragen kann, die dienen ja dazu, damit die Leute nicht die falsche U-Bahn nehmen. Diese Art von Kasuistik hat sich hier entwickelt zu diesem Punkt und das ist wirklich in der Praxis, glaube ich, der Hauptstolperstein. Und dann kommen noch die beiden Punkte, Änderungsverbot ist zu beachten und Quellenangaben sind zu machen. Mit diesem Prüfungsprogramm muss also jeder und jede umgehen, die was machen wollen mit öffentlichen Inhalten und sich Gedanken machen wollen und sich Gedanken machen, ob sie Urheberrechte verletzen, eventuell oder nicht. Und das ist eben, weswegen wir auch seit Jahren uns schon mit diesem Thema befassen, weil genau was Wikimedia-Projekte und andere freie Wissensprojekte tun, ist genau das. Sie greifen auch staatliche Inhalte auf, wollen die aufbereiten, wollen die wiederum mit anderen Dingen kombinieren und daraus freies Wissen zu produzieren und fragen sich eben diese 6 Fragen mindestens, ob sie das dürfen oder nicht. Das vielleicht als kleine Einführung, um zu zeigen, dass es hier, obwohl die Regelung relativ kurz ist, dann doch einiges drin steckt. Ja, vielen Dank, John, für diesen Überblick, dass du uns nochmal eingeführt hast ins Thema. Felix Reda, vielleicht holst du uns nochmal ab, was ist denn eigentlich momentan nicht möglich durch die bestehende Regelung? Also was verhindert denn diese Regelung ganz konkret? Ich glaube, die bestehende Regelung behindert all diejenigen, die sich an die Gesetze halten wollen. Also es ist völlig unklar, wenn ein Inhalt, sei es beispielsweise ein Datensatz, ein Mietspiegel, ein Bericht aus einem Ministerium, Fotos, die gemacht wurden auf einer Veranstaltung eines Ministeriums und dergleichen, welche von diesen Inhalten urheberrechtlich geschützt sind oder eben nach diesem Paragraph 5 Absatz 2 so halbwegs gemeinfrei sind. Und das führt letzten Endes darum, dass diejenigen, die sich nicht besonders darum kümmern, ob das die Weiterverwendung rechtmäßig ist oder nicht, wahrscheinlich keine Probleme bekommen werden, weil niemand diese Regelung versteht, die meisten Dinge wahrscheinlich nicht vor Gericht landen werden. Das aber wiederum dann auch eine große Gefahr einer staatlichen Willkür birgt, weil das eben bedeutet, ganz viel von dem, was Leute mit solchen amtlichen Informationen machen, sich in so einer rechtlichen Grauzone abspielt. Und wenn das, was man dort macht, dann beispielsweise einer Behörde aus inhaltlichen Gründen nicht gefällt, sie durchaus dann eben im Zweifelsfall dagegen klagen könnte. Und das halte ich für eine ganz gefährliche Situation. Und ich glaube, es ist ein großer Gewinn von solchen Initiativen wie der Wikipedia oder anderen Wikimedia-Projekten, dass die eben versuchen, das alles rechtmäßig zu machen und wirklich zu klären, welche behördlichen Daten dürfen denn wirklich weiterverwendet werden und welche nicht und dafür auch eine Rechtssicherheit schaffen wollen. Also was dann eben schwierig ist oder nicht geht, ist beispielsweise, wenn man solche Daten, die unter den Paragraph 5 Absatz 2 des Urhebergesetzes fallen, in so einem Projekt wie der Wikipedia verwenden will, wo es mit freien Lizenzen kompatibel sein muss. Und das liegt an diesem Änderungsverbot. Normalerweise wäre es ja so, entweder ein Inhalt ist gemeinfrei, dann ist er mit allen freien Lizenzen frei kombinierbar, man darf den Inhalt verändern, man darf ihn kommerziell oder auch nicht kommerziell nutzen, man darf ihn kopieren, alles kein Problem. Oder der Inhalt ist urheberrechtlich geschützt. In dem Fall könnte zumindest die Behörde von sich aus oder auf Grundlage eines anderen Gesetzes entscheiden, okay, wir stellen diesen Inhalt jetzt unter eine freie Lizenz und dann, also beispielsweise Creative Commons in Namensnennung, dann ist völlig klar auch, dass man diesen Inhalt weiterverwenden darf und auch verändern darf. Der Paragraph 5 Absatz 2 ist so gewisserweise worst of both worlds. Denn auf der einen Seite wird gesagt, dieser Inhalt ist nicht urheberrechtlich geschützt. Das heißt, es gibt auch keinen Urheber, der die Weiterverwendung erlauben könnte. Aber gleichzeitig gesagt wird, es gibt aber von Gesetzes wegen ein Veränderungsverbot. Und da stellen sich dann Behörden teilweise auf den Standpunkt, dass sie sagen, naja,
wir können überhaupt nicht darüber entscheiden, ob ihr das weiterverwenden dürft oder nicht, weil wir sind ja nicht die Urheber. Also an der Stelle wird dann Open Data wirklich ja, auf die schlimmste Weise sabotiert und man fragt sich, wozu das eigentlich gut sein soll. Also wer wird durch diese Regelung geschützt oder hat sich da einfach nur jemand im Gesetzgebungsprozess wirklich keine Gedanken über die Folgen gemacht? Saskia Ostendorf, du hast die Initiative Open Legal Data mitgegründet, die sich für freien Zugang zu rechtlichen Informationen einsetzt. Vielleicht kannst du noch mal sagen, was war das Anliegen dieser Initiative oder ist es immer noch und was sind die Forderungen, die ihr habt? Also das Anliegen von Open Legal Data ist, eine zentrale Plattform zu schaffen, bei denen wir juristische Informationen, wir haben uns da auf Urteile erstmal fokussiert, frei zugänglich sind und auch maschinenlesbar abrufbar sind. Also wir verpflichten uns dort auch dem Open Data Movement, dass wir eben dort die Urteile, die wir dort veröffentlichen, ja, allen zugänglich machen. Es geht aber nicht nur um das Urteil selbst, was veröffentlicht wird, sondern auch um die Informationen, die in diesen Urteilen drin sind. Und das ist ja auch wichtig, dass die Informationen, die ich in einem Urteil drin habe, und die sind ja für, ja, alle Bürgerinnen und Bürger wichtig, was die Gerichte zu den jeweiligen Gesetzen sagen, wie sie das Recht und ihr Urteil begründen, dass man genau diese Informationen auch raus extrahieren kann. Und ja, das ist unser Ansatz, dass wir quasi vom Amtsgericht bis zu den obersten Gerichten eine zentrale Plattform schaffen sollen. Wir sehen es eigentlich als Aufgabe des Staates an. Eigentlich dürfte es eine Initiative wie Open Legal Data gar nicht geben. Ja, dass es diese Plattform gibt. Genau. Ja. Naja, es wird jetzt ja deutlich, also wir haben ja einerseits diese Regelung, die sagt, diesen Absatz 1, der sagt, Richtersprüche und Entscheidungen sind ja eigentlich, ne, sind frei. Wir haben auf der anderen Seite aber alles andere oder den gesamten anderen Bereich öffentlicher Produktion, also alles, was nicht Texte sind aus öffentlicher Herstellung, alles, was Datenbanken sind und so weiter, das fällt unter diesen Absatz 2 und in dem steckt eben dieses Änderungsverbot. Stellt sich ja die Frage, warum steht das da drin? Also ich hatte ja kurz angerissen, dass diese Regelung aus den 60ern stammt. Ich meine, dass man sich damals noch keine Gedanken über Open-Data-Prinzipien gemacht hat, kann man vielleicht irgendwie nachvollziehen, aber trotzdem hat es ja, vielleicht Felix an dich nochmal die Frage, es hat ja irgendeinen Grund, dass so ein hartes Änderungsverbot da drin steht. Wie interpretierst du das heute? Warum steht das da noch drin? Oder was könnte aus deiner Sicht die Begründung oder die Rechtfertigung für so ein Änderungsverbot sein? Ja, also ich kann natürlich nur spekulieren, was sich der Gesetzgeber in den 60er Jahren dabei gedacht hat. Aber eine Sache oder eine Angst, die mir oft in Debatten um Open Data begegnet, seitens von Behörden, ist irgendwie, dass die Menschen, die diese Informationen rezipieren, irgendwie verwirrt sind darüber, was offiziell ist und was nicht. Also da gibt es teilweise diese Vorstellung, dass ohne ein Änderungsverbot Leute plötzlich einfach jetzt beispielsweise ein Gesetz nehmen könnten und statt die Würde des Menschen ist unantastbar, steht da dann die Würde des Menschen ist antastbar und irgendjemand würde denken, das wäre die Originalversion von Artikel 1 des Grundgesetzes und deshalb braucht man ein Änderungsverbot. Also das ist zwar jetzt ein Beispiel eines Gesetzes, aber in diese Richtung gehen oftmals diese Ängste. Also dass im Grunde genommen verwechselt wird, das urheberrechtliche Änderungsverbot auf der einen Seite, das wirklich sagt, niemand darf sich diesen Text, dieses Bild, dieses Werk nehmen und daraus etwas Neues schaffen, mit einer Authentifizierung gewisserweise. Und also die Diskussion hatten wir zuletzt jetzt auch bei der digitalen Verkündung von Gesetzen, wo es auch irgendwie so eine Regelung gab, wo eigentlich es dem Gesetzgeber, glaube ich, darum ging, dass klar sein muss, wenn jemand auf das Gesetzesportal des Bundes geht, dass die Fassung, die dort veröffentlicht wird, die amtliche ist und dass daran auch nichts geändert wird. Aber dafür braucht man kein urheberrechtliches Änderungsverbot, denn es reicht ja im Grunde genommen zu sagen, okay, es gibt offizielle Organe des Staates und wenn man dort drauf geht, findet man die Originalfassung. Und wenn man dann beispielsweise auf andere Angebote der Zivilgesellschaft geht, die jetzt meinetwegen Gerichtsurteile aufbereiten, vielleicht auch verknüpfen mit anderen Informationen, dass das möglich sein muss. Und ich vermute mal,
dass viele dieser Anwendungsfälle in den 60er Jahren den Leuten nicht präsent waren, weil es eben die Möglichkeiten der Digitalisierung in dem Maße nicht gab. Aber es ist ja extrem praktisch, wenn man jetzt beispielsweise mit Gesetzestexten arbeitet, wenn man sich gleich durchklicken kann. Meinetwegen, man liest ein Urteil und da wird eine Rechtsnorm referenziert und man kann da draufklicken, wird sofort zu der Rechtsnorm gebracht. Da steht dann, diese Rechtsnorm setzt diesen und jenen Artikel dieser EU-Richtlinie durch. Es gab dazu ein Vertragsverletzungsverfahren, also dass so verschiedene Informationen über rechtliche Sachverhalte miteinander verknüpft werden, angereichert werden, möglicherweise in Fußnoten oder dergleichen mit angezeigt werden. All das sind Veränderungen, die total sinnvoll sind, die niemandem wehtun, die aber mit so einem urheberrechtlichen Veränderungsverbot kollidieren würden an der Stelle. Ja, definitiv. Vielleicht nochmal, also aus den Gesetzesmaterialien wird relativ klar, dass man in den 60ern, dass es die ganze Zeit um die Frage ging, wie können wir den Nachdruck kontrollieren. Also das ist eine Welt, nicht wie wir sie heute kennen, wo man über das Internet, wo alle über das Internet ganz leicht auf die Originalquelle zugreifen können, sondern in den 60ern wurde eben gedruckt und dann wurde verbreitet und dann wurde nachgedruckt und da wieder verbreitet und dadurch bestand, und das ist, glaube ich, der Hintergrund, weswegen das damals so formuliert wurde, das Bedürfnis, bei diesem ganzen Nachdruck, in dieser Nachdruckkette immer dafür sorgen zu können, dass das auch nicht inhaltlich verändert wird, weil Argument ist dann immer, das könnte gravierende Folgen haben. Wenn die Regelung dann verfälscht ist, dann denken manche Leute wirklich, dass die Regelung so sei und sie haben eben keinen Zugriff auf die Originalquelle, wie wir heute über das Internet. Das insofern treffen da, glaube ich, zwei Welten aufeinander. Aber du hast ja gesagt, auch dieses etwas rausnehmen oder es anreichern mit etwas ist ja urheberrechtlich betrachtet durchaus eine Veränderung, die dann eben dadurch blockiert ist. Da würde mich interessieren, jetzt aus der Sicht von so einem Projekt wie Open Legal Data, was macht ihr da oder wie geht ihr mit diesen öffentlichen Informationen um in einer Weise, die dann Mehrwert produziert oder die dann mehr Zugang oder besseres Verständnis für die Menschen produziert? Also was ist das, was ihr konkret macht oder was man damit machen können sollte mit diesen Inhalten aus eurer Sicht? Also wie würde das idealerweise aussehen, wenn man diese ganzen Dinge benutzen könnte? Was würdet ihr am liebsten alles damit machen können? Also idealerweise ist es eine Plattform, die einerseits juristische Allgemeinbildung fördert, indem man beispielsweise, was du eben auch angesprochen hattest, wenn ich eine Urteilsbegründung habe und da ist ein Paragraph, dass ich direkt auf den Paragraphen einerseits springe oder aber von den Paragraphen zu den jeweils relevanten Urteilen springen kann. Quasi wie ein öffentlicher Kommentar, der auf Rechtsprechung basiert. Ja? Das ist, denke ich, was auch einfach in Anführungsstrichen umsetzbar ist, ja, wenn alle Urteile veröffentlicht werden würden. Der Anspruch sollte eben hier sein, Transparenz zu schaffen im Hinblick auf Gesetzesbegründung, beispielsweise auch im Hinblick auf die Gesetze, die ja auch häufig Einfluss haben, dann auf die jeweilige Urteilsbegründung, dass einfach dort eine Verknüpfung, dass Zusammenhänge dargestellt werden können. Ja, wie ist zum Beispiel die Richterin, der Richter auf ein Urteil, auf eine Urteilsbegründung gekommen? Wie stellt sich diese Begründung dar? Das ist halt nicht so die Begründung des Gerichts und das ist so, sondern man will ja auch verstehen, wie ist das zustande gekommen? Und das sieht man ja auch häufig, wenn man sich ein Urteil durchliest. Und auch da bin ich der Meinung, und das ist auch ein Anspruch, den wir haben, dass man vermitteln kann, wie man ein Urteil liest. Ja, dass es einfach klar ist. Ich finde, das ist eigentlich, es sollte Teil der juristischen Allgemeinbildung, die für alle da sein sollte. Und es sollte eben nicht so dieses reine Herrschaftswissen sein, was aber leider aktuell meiner Ansicht nach immer noch so der Fall ist, durch eben die jeweiligen Beschränkungen, dass das ermöglicht wird. Und, du hast ja gesagt, Verlinkung, also dass man Dinge im Text sozusagen, auch das kann man ja heute dann eben per Hyperlink machen oder man kann ein Overlay machen, wie man das auch in Wikipedia jetzt ja inzwischen hat, wenn man auf einen verlinkten Begriff geht, dann erscheint da so ein Pop-up. Das wäre ja wahrscheinlich noch im Rahmen des Änderungsverbots möglich. Dann kann man zwar auch schon, da könnten auch schon einige sagen, nein, wer da Hypertext einfügt in das Urteil, in die Urteilsbegründung, das ist auch schon eine Veränderung. Das wäre aber vielleicht ein bisschen schwer zu begründen, aber
Was ganz klar eine Veränderung ist im urheberrechtlichen Sinne, ist ja, wenn man Teile rausnimmt und an anderer Stelle wiederum platziert, ne, dieses auch ne, Dinge kürzen, Dinge versetzen und so weiter. Macht ihr sowas auch? Also ist das auch Teil des Umgangs mit solchem Material oder bezieht ihr euch immer auf die kompletten Texte, so wie sie dastehen? Also bislang beziehen wir uns auf die kompletten Texte. Der oder ein Teil der Initiative ist ja, wie gesagt, überhaupt erstmal auf diese Problematik aufmerksam zu machen, dass die Gerichte eine Publizitätspflicht haben. Das zum einen, das heißt, verändern tun wir die Urteile in dem Sinne nicht. Man könnte natürlich darüber diskutieren, wenn man dort technisch im Hintergrund Sachen macht, ob das, sag ich mal, eben über, wenn, ja, ob das eben halt eine Veränderung in irgendeiner Art und Weise darstellt. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, aber so an sich, den Text selber ändern wir ja nicht. Man könnte überlegen, ob es eine Änderung ist, wenn ich es von PDF in eine maschinenlesbare Form beispielsweise packe, ob das eine Änderung des Originals ist. Darüber könnte man sicherlich diskutieren. Ich würde auch sagen, das ist wahrscheinlich eher ein schwächerer Fall, wenn jetzt jemand klagen würde und sagen würde, sie haben es in PDF umgesetzt. Aber klar, die Rechtsunsicherheit ist ja trotzdem da. Genau. Ne? Das ist, was Felix ja gesagt hat. Richtig, genau. Und das ist, was du meintest, und das fand ich auch ein guter Punkt, dass wenn man dann möchte, wenn man dann klagen möchte, weil einem eine Veröffentlichung nicht gefällt, dann findest du ja Gründe, warum. Und dann hast du ja erstmal die Problematik, dann hast du ja erstmal den Rechtsstreit. Und jeder Rechtsstreit birgt ja auch das Risiko, sage ich mal, dass er dann vielleicht auch zum Nachteil von Open Data, weil vielleicht dort eben dann eben die jeweiligen Argumente, wie auch immer, vorgetragen werden. Und ich finde eigentlich, bei der Norm ist eigentlich auch das hattest du auch gesagt schon, es finde ich überhaupt nicht, spiegelt überhaupt eigentlich nicht dieses Urheberrechtsverständnis wider, weshalb ein Urheber oder eine Urheberin geschützt wird. Ja, also wo soll hier der Staat, es ist ja eigentlich, soll ja auch die Verwertung an dem Werk soll ja gewährleistet werden. Aber das bezieht ja ein bisschen das Thema öffentliches Geld. Ich sehe hier kein Verwertungsinteresse des Staates. Insofern finde ich die Regelung insgesamt, und ich glaube, da sind wir uns alle einig, sehr widersprüchlich im gesamten urheberrechtlichen Kontext. Genau, das hatte ich auch eingangs versucht zu deutlich zu machen, dass eben der Staat das nicht braucht, wofür das Urheberrecht eigentlich da ist, typischerweise. Jetzt haben wir uns ja die ganze Zeit in diesem Absatz 1 bewegt, also wenn es nur um die Änderung geht. Der Absatz 2, da ist ja schon unklar, auf was er sich eigentlich alles bezieht. Also bei den Urteilen wissen wir es ja, bei den Gesetzestexten, bei den Verordnungen und so weiter, das ist noch relativ klar. Felix, fällt an dich nochmal dieses echt schillernde, der ganze Rest ist ja quasi im Absatz 2 drin. Also siehst du da einen besonders betroffenen Bereich von Inhalten, die besonders von dieser Unklarheit zur allgemeinen Kenntnisnahme bereit, also ne, dieser Begriff, der da drin steht, der so schwer auszulegen ist oder schwer zu greifen, siehst du da bestimmte Inhalte, die besonders von dieser Unklarheit betroffen sind, wo du sagen würdest, also da bremst es im Bereich entweder Open Data oder auch andere Arten von Verwendung besonders aus, aus deiner Sicht? Also die allgemeine Kenntnisnahme ist ja eine zusätzliche Bedingung zu der Veröffentlichung. Und das ist schon einigermaßen kurios. Also man sollte ja denken, dass wenn der Staat schon etwas veröffentlicht hat, dass das dann reicht, dass man sagen kann, okay, das darf ich jetzt auch weiterverwenden. Die allgemeine Kenntnisnahme ist wirklich schwierig, weil es ja eigentlich oft so ist, dass staatliche Informationen vielleicht jetzt nicht jeden gleichermaßen betreffen, auch wenn jeder ein Recht darauf haben sollte, zu wissen, was der Staat tut, aber die einen eben mehr von einer bestimmten Veröffentlichung betroffen sind als die anderen. Und da gibt es teilweise wirklich kuriose Gerichtsentscheidungen, also beispielsweise, dass ein Mietspiegel nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht sein soll, weil die Informationen im Mietspiegel ja in erster Linie zwei Gruppen von Menschen interessieren sollten. Einerseits die VermieterInnen und andererseits die MieterInnen. Aber es gibt ja auch Leute, die in einem Eigenheim leben und weder das eine noch das andere sind. Und deshalb sei das jetzt nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht. Das ist natürlich, also hanebüchen. Ich denke, dass da vielleicht auch bei der Formulierung im Gesetzgebungsprozess vielleicht einfach mehr Vokabeln verwendet wurden, als gebraucht worden wären, wenn es eigentlich darum ging zu sagen, veröffentlicht.
Also mir ist nicht ganz klar, welchen Mehrwert dieses Kriterium der allgemeinen Kenntnisnahme an der Stelle bringt. Ich glaube, das ist auch historisch bedingt, weil tatsächlich, ich hatte ja gesagt, die Vorgängerregelung stammt von 1901, also aus dem tiefsten Kaiserreich. Und damals galt natürlich das Amtsgeheimnis als sozusagen Default. Und da hat man gesagt, ja, also jetzt mal von Gesetzen und den Dingen, an die sich die Untertanen gefälligst halten sollen. Alles andere soll nur dann wirklich frei sein, wenn es ganz dringend nötig ist, dass das ganz viele Leute erfahren. Natürlich würde man heute an so Dinge wie Warnungen vor einem neuen Virus zum Beispiel denken. Also seit der Pandemie kennt man einen sehr prominenten Fall für sowas. Aber tatsächlich damals gab es eben das Paradigma nicht, dass man mit vielen staatlichen Inhalten auch was machen kann, woran der Staat gar nicht denkt. Ich meine, das ist ja das Thema bei Open Data, ist ja diese Aufforderung an die öffentliche Hand, gebt uns was, damit wir was damit machen können. Und wir wissen selbst noch nicht ganz genau, was es wird, aber wir wissen auf jeden Fall, es steckt Potenzial drin. Und diese Idee steckt, ist natürlich das Gegenteil von dem, was hier im Gesetz steht. Es wird auch immer in den Urteilen immer wieder gesagt, es würde darauf ankommen, ob irgendetwas erwartet wird, irgendeine Art von Reaktion der Bürgerinnen und Bürger, die das sehen. Und wenn eine Reaktion erwartet wird, dann sei es zur allgemeinen Kenntnisnahme gedacht. Und wenn aber nur eine Information drin steckt, dann nicht. Das führt dann dazu, dass gesagt wird, so etwas wie eine Information über das Ausfüllen eben eines Steuerformulars, das sei im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme, weil da soll man nämlich so reagieren, dass man das Formular richtig ausfüllt. Aber eine öffentliche Statistik über Demografie oder Verkehr oder so sei eben nicht zur allgemeinen Kenntnisnahme, weil da keine Reaktion erwartet wird. Aber natürlich ist es heute, wenn wir mit den digitalen Tools umgehen, relativ absurd zu denken, dass da niemand hergeht und gerne was machen möchte mit diesen Statistiken. Natürlich möchten wir das und gerade die Projekte, die Wikimedia-Projekte möchten das und andere Open-Data-Initiativen möchten das und an die ist nicht gedacht. Und ich glaube, das alleine zeigt schon, dass die damalige Begründung, vielleicht war sie damals auch noch schlüssig in irgendeiner Form, man kann sie für komisch halten, dass man das an dieser Reaktion der Bürgerinnen und Bürger festmacht. Aber ich glaube, heute ist es nicht mehr haltbar. Also es gibt einfach dafür ein Interesse. Es gibt ein nachweisbares Interesse daran, mit diesen Inhalten was zu machen, im Sinne des freien Wissens auch. Deswegen, also, aber ich finde gut, dass wir uns da relativ einig sind, dass wir da eine große Diskrepanz haben zwischen der Denke, die zu dieser Regelung geführt hat, und dem, was wir heute haben. Ja, zumal ja allein, dass es amtlich ist, ist es ja schon von einem öffentlichen Interesse. Also dass man da noch wie du schon sagst, dass da noch diese zusätzliche Voraussetzung, also wir sprechen doch hier von einer aufgeklärten Gesellschaft, von mündigen Bürgerinnen und Bürgern, die gerade wenn es zum Beispiel Statistiken betrifft, das ist so wichtig und so relevant, dass das doch in jedem Fall ein Interesse darstellt. Also da diese zusätzliche Voraussetzung noch dran zu knüpfen und da sich quasi ja noch so eine argumentationstechnische Hintertür offen zu lassen, zu sagen, dass es eben nicht der Fall ist, halte ich auch für absolut nicht mehr zeitgemäß und für ganz, ganz änderungsbedürftig. Ja? Das ist eigentlich, ich finde, je mehr wir darüber reden, je klarer wird eigentlich, wie absurd diese Regelung ist, beziehungsweise sie mag möglicherweise vor, weiß ich nicht, wie viele Jahren zeitgemäß gewesen sein, aber sie trifft ja auf jeden Fall nicht mehr auf unsere heutige Gesellschaft auch zu. Also wir haben da überhaupt gar keine Änderung, keinen Wandel in der Norm, spiegelt sich da überhaupt nicht wieder, so wie sich auch unsere Gesellschaft einfach verändert hat und unser Anspruch an Information, auf die wir meiner Ansicht nach auch auf jeden Fall auch ein Recht haben. Ja. Bevor wir gleich noch darauf zu sprechen kommen, wie wir denn diese Regelung ins 21. Jahrhundert befördern können, würde ich ganz gern die Publikumsfragen mit einbeziehen, die vorher noch eingereicht wurden von Ihnen und von euch. Und ich lese einfach mal die erste Frage vor. Entfaltet § 5 Absatz 2 auch dann seine Wirkung, wenn eine Behörde ein Werk veröffentlicht, aber auf das daran bestehende Urheberrecht explizit hinweist? Oder wird § 5 Absatz 2 damit umgangen? Ich glaube, so sagt die fragende Person, dass etwa Aufgaben aus Abiturprüfungen zum Teil auf diese Weise veröffentlicht werden. Genau, ich habe vorher ja ein bisschen durchgeschaut, aber ihr seid auch gerne eingeladen, auch noch was zu sagen. Ich hatte erst gedacht, das sei ganz einfach zu beantworten, weil
ich davon ausging, dass, bis ich es nochmal dogmatisch nachvollzogen habe, dass diese Regelung eine Art Resturheberrecht übrig lässt und sozusagen, was sich nur noch darauf bezieht, dass ich die Änderung verbieten darf und dass die Quellenangabe notwendig ist. Aber tatsächlich ist es so, das Urheberrecht entfällt komplett, auch durch den Absatz 2. Ich dachte, das sei nur bei dem Absatz 1 ganz klar der Fall. Es ist auch bei Absatz 2 der Fall. Und daraus folgt aus meiner Sicht auf jeden Fall eines, wenn die Behörde also dazu schreibt, Copyright, Bürgeramt Kreuzberg oder so, dann enthält das zumindest die Aussage, dass die Behörde mit dem Wegfall des Urheberrechts an der Stelle nicht einverstanden ist. Also sie widerspricht dem sozusagen. Jetzt muss man natürlich dazu wissen, dass die Behörde das nicht einfach entscheiden kann, sondern das ist eine objektive Sache. Besteht es oder besteht es nicht? Die Behörde kann das nicht einfach willkürlich machen. Das heißt, ein Gericht könnte immer noch hingehen und sagen, ihr habt da zwar Copyright dabei geschrieben, aber leider ist es trotzdem unter Absatz 2 und kein Urheberrecht. Aber wir wissen alle, in der Praxis kommen die wenigsten dieser Fälle vor Gericht, sondern die meisten Leute werden eben, wie Felix auch sagte, sich versuchen, rechtskonform zu verhalten, zumindest die Guten da draußen. Und die werden dann davon ausgehen, dass da ein Urheberrecht besteht, allein weil die Behörde das geschrieben hat, auch wenn sie das eigentlich nicht entscheiden kann. Insofern eine interessante Frage und leider eben genau einer dieser Punkte, diese Unklarheit, die dadurch entsteht, wenn dann eine Behörde hergeht und sowas drunter schreibt. Und das ist ja sehr schnell gemacht. Ne? Auf einer Website hat man ein Footer und da unten steht immer, auf jeder Seite der Behörde steht zum Beispiel dasselbe Copyright irgendwas und schon hat man das Problem. Da noch hinzuzufügen, so ein Rechtsstreit dauert ja auch sehr lange. Und in der Zwischenzeit ist die Person, die die Inhalte nutzen möchte, in keiner besonders guten Situation. Also sowohl Wikimedia als auch wir bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte begleiten ja auch so ein Verfahren, wo der Freistaat Bayern behauptet, ein Urheberrecht an einer Datenbank von Geodaten zu haben. Und obwohl das alles andere als klar ist, also wir sind überzeugt davon, sie haben dieses Urheberrecht nicht, sind die Daten, die damals auf GitHub hochgeladen wurden, erstmal von GitHub runtergenommen worden. Also die Behörde hatte da so eine Notice hingeschickt, gesagt, hier, wir beanspruchen ein Urheberrecht an diesem Datensatz und GitHub hat das jetzt erstmal gelöscht. Und bis das dann am Ende gerichtlich geklärt ist, ja, ist das eine schwierige Situation und ich glaube, das ist das Problem bei so einer rechtlich schwammigen Regelung mit vielen Ausnahmen, vielen Rückausnahmen, dass die Behörde halt im Zweifelsfall sich da überhaupt keine Gedanken drüber macht und eben gewohnheitsmäßig überall drunter schreibt, Copyright so und so. Aber wenn es einfach grundsätzlich so wäre, dass amtliche Werke gemeinfrei sind, dann gäbe es auch diese behördliche Gewohnheit gar nicht, erstmal ein Urheberrecht an einem zu reklamieren, weil das einfach nicht, ja, nicht dem Normalfall entsprechen würde. Ich gehe mal zur nächsten Frage. Gilt ein Werk bereits dadurch als im amtlichen Interesse zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht, dass daran ein Informationszugangsanspruch beispielsweise nach IFG, also Informationsfreiheitsgesetz, besteht? Nein, leider nicht. Ich glaube, Felix schüttelt auch in den Kopf. Da gibt es auch eine relativ junge Entscheidung zu vom Bundesverwaltungsgericht, die gesagt haben, das eine bedingt nicht das andere. Also wenn ich einen IFG-Anspruch habe, heißt das noch lange nicht, dass das zur allgemeinen Kenntnisnahme veröffentlicht wurde. Das passt genau zu dem, was auch schon gesagt wurde. Ist dann ja offenbar für die Person interessant, die da anfragt, aber für den Rest nicht unbedingt. Also das ist leider nicht so. Die nächste Frage, wie lang gelten das Änderungsverbot und die Pflicht zur Quellenangabe? Wendet man die Berechnung der urheberrechtlichen Schutzdauer entsprechend an, obwohl der eigentliche Werkschutz entfallen ist, oder erlischt das Änderungsverbot niemals, weil ein anderer nicht urheberrechtlicher Zweck verfolgt wird? Tja, gute Frage, ne? Also ich weiß ja nicht, ob überhaupt irgendein Zweck damit verfolgt wird, aber also ich weiß es nicht, weil also normalerweise ist ja der Urheberrechtsschutz 50 Jahre nach dem Tod des Urhebers. Aber ob das hier gelten würde, man weiß ja meistens auch überhaupt nicht, welche Person dahinter steckt. Also selbst wenn es so wäre, wäre es, glaube ich, extrem schwer, wenn ich jetzt es mit irgendeinem einer Publikation eines Ministeriums zu tun habe, weiß ich ja nicht, welche Referentin das geschrieben hat und wann die gestorben ist. Also das heißt, selbst wenn es anwendbar wäre, wie soll man das feststellen? Ja, genau, an der Stelle kommt wiederum das
Also es bleibt eben kein Urheberrecht übrig. Das heißt, ich habe mir auch versucht, das herauszufinden anhand der Kommentare, bin leider nicht bis zum Ende gekommen. Es existiert kein Urheberrecht mehr an diesem Inhalt. Das heißt, eigentlich kommt es auch nicht darauf an, welche Referentin oder welcher Referent das geschrieben hat und wann die gestorben sind. Aber genauso könnte man eben vertreten zu sagen, ja, dann laufen doch auch die Schutzfristen nicht. Dann läuft das nie ab. Das ist ja, was in dieser Frage drinsteckt. Und das ist tatsächlich, also ich habe das auf die kurze Zeit nicht klären können, ob das tatsächlich abläuft. Man müsste eigentlich sagen, im Urheberrecht gilt das, das Urheberrecht ist eigentlich viel stärker noch als das, was hier dem Staat noch sozusagen zugebilligt wird. Dann muss es hier erst recht gelten, dann muss das erst recht nach 70 Jahren nach Tod des Autors. Aber genau, wer ist denn der Autor? Den gibt es eigentlich nicht. Dann müsste man auf die Veröffentlichung abstellen und sagen, 70 Jahre nach Veröffentlichung vielleicht. Aber dazu scheint es keine so richtige Meinung, weder in der Literatur noch in der Rechtsprechung zu geben. Und es besteht aus meiner Sicht tatsächlich die Gefahr, dass das dauerhaft gilt. Dass man sagt, naja, ein Gesetz ist vielleicht 80 Jahre alt, na und ist trotzdem ein weiterhin gültiges Gesetz. Warum soll das dann nicht mehr dem Änderungsverbot unterfallen? Und das wäre natürlich schon hart, muss man sagen. Also dann, das wäre eine Qualität, die hatte ich vorher, bevor diese Frage reinkam, auch noch gar nicht gesehen, ehrlich gesagt. Dann kam noch eine Erweiterung. Was ist, wenn Dritte an der Publikation mitgewirkt haben? Auch schwierig, das ist, da habe ich gefunden, das Merkmal, ob, also es kommt darauf an, ob das Ganze aus der Behörde herrührt oder von den Dritten. Und jetzt darf man sich natürlich als Laie, auch als Profi wiederum fragen, was heißt denn herrühren? Also wann rührt eine Publikation aus einem Amt her? Das scheint immer dann der Fall zu sein, wenn es eine eigenverantwortliche Äußerung der Behörde ist, dann ist es klar, also die Behörde sagt irgendwas, die Behörde informiert über irgendetwas, die Behörde tut irgendetwas in einer Broschürenform oder wie auch immer. Das ist dann aus dem Amt und dann ist es auch egal, ob Dritte mitgewirkt haben. Aber es wird schon dann schwierig, wenn die Behörde sich etwas zu eigen gemacht hat, was von irgendwo anders stammt. Das ist ja auch ein Fall, wo Dritte mitgewirkt haben und schon das ist am Einzelfall zu entscheiden. Und dann gibt es also lauter Faktoren, die man berücksichtigen muss. Fördert das unmittelbar den behördlichen Auftrag? Hängt es unmittelbar mit einem Verwaltungsakt zusammen oder solche Dinge. Und das sind alles Sachen, da wäre auch ich häufig mit überfragt. Und damit sind natürlich Menschen, die in Open-Data-Projekten oder sonst wo als Laien arbeiten, auch komplett hilflos. Also das ist tatsächlich ein Fall von, was ist, wenn Dritte daran mitgewirkt haben, der ist heute, glaube ich, in keiner Weise sinnvoll zu klären. Ja, aber also allein diese Komplexität der Frage und der ganzen, was ist dort tatsächlich im Hintergrund gelaufen, sind dort Dritte mit involviert? Also ich stelle mir jetzt halt gerade diesen Fall vor, die Behörde beauftragt Gutachten, macht sich dann dieses Gutachten möglicherweise zu eigen, gibt das als eigenes aus und besteht dann das Urheberrecht an dem Gutachten. Also hat der Dritte das Urheberrecht an diesem Gutachten, kommt ja dann auch darauf an, was für Rechte dann da eingeräumt wurden. Aber alleine diese ganze Komplexität zeigt ja einfach, wie intransparent das ist. Und das ist ja, also das, es ist so schade, dass an diesem Punkt das Urheberrecht einfach dazu führt, dass diese Prozesse so intransparent sind oder dass eben dort so ein Hemmnis einfach stattfindet. Und also gerade was auch dieses Änderungsverbot, wie soll man das als, sage ich mal, Nicht-Jurist, und wir sind selbst Juristen, haben damit Schwierigkeiten, Juristinnen sich damit auseinanderzusetzen. Ich finde, das darf nicht der Anspruch sein, wenn es um amtliche Werke geht, wenn es um amtliche Informationen geht. Es darf nicht der Anspruch sein, dass es komplex und schwierig zu verstehen ist. Es muss der Anspruch von des Gesetzgebers, der Gesetzgeberin sein, dass das einfach zu verstehen ist und dass es nicht zu kompliziert ist. Und ich glaube, das ist das Schwierige, es einfach zu gestalten. Aber eigentlich dürfte es auch nicht schwierig sein, denn was ich eben schon meinte, die gesamte Norm zeigt einfach, finde ich, fällt komplett aus diesem System des Urheberrechts raus. Und insofern finde ich es eigentlich als sehr angreifbar. So, als wenn man also wenn man dort vielleicht auch gerade dann die Open Data Sicht vertritt, dass man sagt, die Norm passt so gar nicht in die Systematik hinein, überhaupt nicht in das, was das Urheberrecht eigentlich schützt. Sie passt ja auch nicht zum heutigen Blick auf Bürgerschaft, auf Bürgerinnen und Bürger, Ja, die ja richtig. eben keine passiven Rezipienten mehr von allem sind, was von oben so auf sie runterregnet, sondern die eben
aktiv was mit den Inhalten machen können sollen. Das schreibt sich ja auch unsere Regierung heutzutage auf die Fahne. Aber wenn ich allein die Faktoren, wie zum Beispiel das, wo haben da eigentlich Dritte mitgewirkt, haben da Dritte mitgewirkt, wenn ich das gar nicht erkennen kann als Bürgerin oder Bürger, dann bin ich ja abgeschnitten von meiner Aktivität, die ich eigentlich entwickeln soll. Das ist insofern, also das passt auch zu dem Bürgerbild heute, glaube ich, überhaupt nicht. Ich stelle mir das auch gerade in einem Prozess vor. Also wie das in einem Prozess, du hattest es ja schon angesprochen, wie langwierig diese Prozesse sind, wie kostenintensiv diese Prozesse sind. Und dann ist das ja auch wiederum eine Möglichkeit, dort die Prozesse zu verzögern, wenn es um Dritte geht, um welche Urheberrechte dort rein. Dann heißt es nachher, nein, fällt alles unter die Geheimhaltung, was für Verträge dort gemacht wurden. Und dann ist auch das wiederum intransparent. Also ich finde es nicht nachvollziehbar, einfach mehr aus der heutigen Perspektive. Wir haben noch eine Frage aus dem Publikum. Und zwar, lässt sich verhindern, dass eigentlich gemeinfreie Daten über Umwege unzugänglich gemacht werden? Ein Beispiel wären über öffentliche Schnittstellen zugängliche Behördendaten, die von Drittanbietern aggregiert und durchsuchbar gemacht werden, dort aber nicht mehr frei verfügbar sind, weil sie mit unfreien Daten vermischt wurden. Das geht ja ein bisschen in die Richtung auch von dem Fall, den Felix eben auch nannte. Also wo öffentlich verfügbare Dinge werden dann bearbeitet. In dem Fall wurde es von einem Open-Data-Aktivisten gemacht oder jemand, der sich mit diesen Dingen auskennt. Aber es kann natürlich auch der umgekehrte Fall passieren, dass jemand hingeht und bewusst Inhalte aus anderen Quellen einfügt, damit die Sachen nicht nachgenutzt werden können. Und das ist, glaube ich, worauf die Frage hinaus will. Dazu gab es, also ich habe zumindest nichts ganz Klares gefunden, aber ich würde davon ausgehen, dass zumindest der Teil der Daten, der aus den öffentlichen Schnittstellen stammt, frei weiterverwendbar ist weiterhin, wenn man ihn getrennt bekommt von den anderen Daten. Also es gibt ja dieses Datenbankherstellerrecht, was dann verhindert, dass ich wesentliche Teile einer Datenbank irgendwie einfach rausnehmen darf. Das kann sich aber nicht auf diese öffentlichen Daten beziehen aus meiner Sicht. Also das ist zwar nirgendwo, glaube ich, so entschieden worden bisher, aber das wäre jetzt meine Vermutung, dass es so entschieden würde. Also dass man zumindest den öffentlichen Teil der Daten, wenn man ihn dann wieder abgeschieden bekommt, den dann nutzen darf. Aber ohne Gewähr, also es ist nur eine Vermutung. Also ich würde davon auch ausgehen, aber die Frage ist ja auch an der Stelle, kommt man dann an diesen behördlichen Teil der Daten praktisch überhaupt ran? Ja. Und deshalb ist es, glaube ich, auch wichtig, dass Open Data jetzt nicht nur eine urheberrechtliche Frage ist. Also ja, total wichtig, dass behördliche Informationen frei nachgenutzt werden können, also aus einer rechtlichen Perspektive. Aber der andere Baustein, der zwingend notwendig ist, ist die Bereitstellung. Also, dass die Daten überhaupt vom Staat verfügbar gemacht werden und zwar nicht über irgendwelche kommerziellen Anbieter, die das dann hinter einer Paywall verstecken, sondern wirklich auf eine Art und Weise, dass ich die Informationen nicht nur nachnutzen darf, sondern eben ganz praktisch auch nachnutzen kann. Und das ist, glaube ich, auch ein Thema, wo wir noch eine große Baustelle haben in Deutschland. Das ist ja auch gerade bei euch bei Open Legal Data immer das Problem, glaube ich. Das trifft ja gerade so den Kern, wenn man das jetzt auf juristische Datenbanken sich die mal anschaut und sich damit näher beschäftigt, dann haben wir in Deutschland ja zwei große juristische Datenbanken, die man ja als Juristin halt auch braucht zur Recherche, um auf dem aktuellen rechtlichen Stand zu sein. Und alleine, dass dort so eine Abhängigkeit besteht auf die Informationen, die dort hinter einer Paywall, und das sind keine kleinen Beträge, die man dort für solche Zugänge bezahlt, bestehen, zeigt einfach, dass auch das wiederum auch der Ansicht von Open Legal Data und meiner Ansicht nach auch nicht zeitgemäß ist. Denn auch da sollte es eben so sein, und das sind ja dann eben Urteile oder auch im Einzelfall auch mal Beschlüsse, die dort veröffentlicht werden. Und das ist es ja, okay, wo wird es denn dann auch veröffentlicht, wenn es denn dann veröffentlicht wird? Man muss sich halt vorstellen, 1% der Gerichtsentscheidungen werden überhaupt nur veröffentlicht. Und dann sind sie teilweise noch hinter der Paywall versteckt. Das heißt, wir können damit dann vielleicht im juristischen Bereich, ich denke gerade auch an viele Studierende, ja, die eben den Zugang dazu brauchen. Ich denke aber auch eben auch an die Allgemeinheit für die juristische Allgemeinbildung und auch an Innovation etc. Ich meine, das ist gerade sowieso hochaktuell, was die Weiterentwicklung von Sprachmodellen etc. betrifft. Man kann so viele gute Sachen
einfach damit machen, wenn wir eben Urteile, Beschlüsse nicht hinter einer Paywall haben. Und das, um auch dann noch auf die Eingangsfrage von dir, die du an mich gerichtet hattest, zurückzukommen, das ist eben ein Punkt, den wir dort einfach verfolgen, dass das eben frei zugänglich ist. Aber die Problematik, die eben da ja besteht, durch diese juristischen Datenbanken ist eben dieses Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers. Und das ist auch wiederum, finde ich, ein Widerspruch, dass ich einerseits Urteile habe, die gemeinfrei sind, und auf der anderen Seite habe ich das Leistungsschutzrecht des Datenbankherstellers, der sich immer dahinter dann verstecken kann und sagen kann, ja, ich habe ja hier meine wirtschaftliche... Was ja auch legendär unklar ist an einigen Stellen, ob es überhaupt besteht oder nicht. Das sind wir wieder bei einem ähnlichen Problem. Also nicht mal Expertinnen und Experten wissen manchmal genau, ob da überhaupt ein Datenbankherstellerrecht besteht. Ja. Du sprichst jetzt aber vor allen Dingen auch von den tatsächlich einfach von den Volltexten der Entscheidung. Ne? Die sind ja eigentlich hier von diesem Absatz 1 erfasst. Die sollten ja frei sein. Die sind nur nicht verfügbar, wie Felix sagte, sondern die sind eben nur über diesen Umweg der Datenbanken verfügbar. Und diese Datenbankanbieter, die bieten ja noch viel mehr. Ne? Also man muss natürlich sagen, das ist kein reines sozusagen missbräuchliches Modell, weil da noch viel, ist die Literatur hinten dran, von den privaten Verlagen, von den juristischen und so weiter. Aber dass allein schon die reinen Entscheidungen da trotzdem nicht frei irgendwo verfügbar sind. Ich meine, das ist ja das wahrscheinlich, was du meinst. Und also meine These, wenn man jetzt auf diese letzte Frage nochmal eingeht, wäre natürlich die, wenn ihr jetzt über den Umweg dieser Datenbanken an die Volltexte kommt, wie auch immer, weil jemand den Zugang hat, dann wäre meine These, dass ihr die durchaus nutzen dürft. Egal, ob ihr die jetzt aus der Datenbank von einer großen Datenbankanbieter habt oder ob ihr die woanders her habt. Das wäre jetzt meine Vermutung. Aber dann ist natürlich wieder die Frage, kann man einem Projekt wie Open Legal Data das zumuten, das Risiko zu laufen, dass dann irgendwann doch der Datenbankhersteller kommt und einen verklagt erstmal. Ne? Vielleicht hat man ja recht und 5 Jahre später sagt irgendein Gericht auch, dass man recht hatte. Aber währenddessen ist man eben in dieser schlechten Position, von der Felix eben sprach. Das heißt, diejenigen, die für die Offenheit streiten oder für den Zugang, die sind immer erstmal die Belasteten durch diese Problematik. Ich sehe an der Stelle auch eine Bringschuld des Staates. Ja. Also wieso veröffentlichen die Gerichte ihre Urteile nicht selbst? Also dass einfach jeder, der daraus eine Datenbank machen möchte und die Informationen irgendwie sinnvoll anreichern kann, das auch tun kann. Also am besten wäre es natürlich, wenn es irgendwie gleich von öffentlicher Seite gut aufbereitete Informationen gäbe, aber dass zumindest die Informationen an sich verfügbar sind, damit andere sie aufbereiten können, ohne irgendwelche Hürden, wäre ja irgendwie das Mindeste. Ja, und total. Zwar die gesamte Justiz. Ich meine, der Bundesgerichtshof macht es ja beispielsweise, das Bundesverfassungsgericht macht es auch, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Ne? Und wir reden ja eigentlich über die gesamte Justiz, die ja die auch alle betrifft. Uns betreffen nicht nur BGH-Entscheidungen, uns betreffen eben auch OLG-Hamburg-Entscheidungen und solche Dinge. Genau. Ja, oder auch, sagen wir mal, es sind einfach zum Beispiel mietrechtliche Streitigkeiten, und ich möchte einfach wissen, so was jetzt hier für Berlin gesprochen, was sagt das Amtsgericht dazu, weil ich da jetzt eben bin, oder das Landgericht oder wie auch immer. Das sind doch, finde ich auch ganz, das ist doch vollkommen legitim, dass sich dort eine Bürgerin informieren möchte und wissen will, was hat das Gericht für Recht gesprochen. Eine Hürde dabei ist ja häufig auch, dass die Gerichtsurteile dann nochmal zusätzlich anonymisiert werden müssen. Aber auch da, wenn wir dort diesen technischen Fortschritt haben wollen, dann müssen wir den Mut haben, zu sagen, okay, wir digitalisieren erstmal Akten, Justiz etc., was ja ein Ansatz ist, aber leider nur sehr schleppend vorangeht. Und doch, es reicht halt nicht, darüber zu reden, sondern es muss halt auch mal aktiv was getan werden. Und das ist halt alles sehr schleppend, dass man eben solche Tools entwickeln kann, wie dass ein Urteil automatisiert anonymisiert wird beispielsweise, dass da alleine dieser Verwaltungsaufwand wegfällt. Denn klar, die Justiz hat unglaublich hohe Belastung aktuell. Und wenn wir da jetzt noch mit der Forderung kommen, ey, ihr müsst ja alle Gerichtsurteile veröffentlichen, dann heißt es erstmal ja, okay, woher sollen wir das Personal bekommen, die ganzen Urteile anonymisieren und dann noch zur Verfügung stellen? Und da würde ich halt sagen, ja, okay, dann braucht es halt eine technische Lösung dafür, die eben eine Assistenz schafft, damit das eben einfach möglich ist. Und weiß nicht, warum es da an diesem Mut so fehlt, diesen Schritt zu gehen. Ich glaube, weil die Bringschuld, von der Felix eben sprach, da einfach nicht so stark gesehen wird, sondern das wird so als nice to have und ach ja, da sind noch Leute, die wollen irgendwie diese ganzen Urteile haben.
Aber das ist nicht unser Kerngeschäft. Ich glaube, das steckt häufig dahinter. Aber dass man zum Beispiel auch, dass nicht nur Einzelpersonen gerne wissen würden, wie wird dann in ihrem Amtsgerichtsbezirk in mietrechtlichen Streitigkeiten entschieden, sondern dass man vielleicht auch Muster erkennen möchte. Wie wird in der deutschen Justiz zum Paragraphen 543 BGB eigentlich Recht gesprochen? Was überhaupt nicht, was alles da liegt. Information ist da, aber sie ist nicht zugreifbar. Und diese Dinge sind einfach nicht möglich heute, weil das eben alles irgendwo undigitalisiert und wenn digitalisiert, dann nicht verfügbar ist. Richtig, genau. Also alleine, dass ich schon Rechtsprechung greifbar machen kann durch Daten, dass ich eben Statistiken beispielsweise darstellen kann, weiß nicht, in welchem Jahr gab es besonders viel Rechtsprechung zum Infektionsschutzgesetz zum Beispiel, einfach auch rechtshistorisch ist das ja auch interessant, aber auch interdisziplinär für andere Rechtsbereiche ist es interessant. Wie hat sich, ich meine, das ganz aktuell die Rechtsprechung im arbeitsgerichtlichen Bereich zum Equal Pay von Frauen entwickelt, wie dass man einfach auch es ermöglicht, in den Rechtswissenschaften empirische Forschung zu ermöglichen. Und das ist derzeit einfach nicht gegeben oder wenn, dann sehr schwer und auch nur mit kleinen, minimalen vorhandenen Informationen. Aber die Informationen, die da sind, zeigen, dass es möglich ist. Das heißt, auch da kann halt von staatlicher Seite nicht mehr gesagt werden, ja, nee, das geht nicht, sondern doch, es geht. Und ja, ich hoffe einfach nur sehr, dass sich das in Zukunft ändern wird. Sehr gutes Stichwort. Ich wollte gerade vorschlagen, nach dem Befund, was alles problematisch ist an dieser jetzigen Regelung, lasst uns mal in die Zukunft schauen und vielleicht sozusagen also eine Runde machen. Was muss denn jetzt aus eurer Sicht passieren in Zukunft, um diese Regelung ins Heute zu überführen und um eine gravierende Verbesserung zu erreichen, vielleicht auch auf dem politischen Parkett? Vielleicht Felix zuerst. Ja, also einerseits denke ich, dass der Paragraph 5 Absatz 1 Urhebergesetz, also der bisher eben nur für ganz bestimmte amtliche Werke, die Gemeinfreiheit regelt, Gesetze und so weiter, dass der für alle amtlichen Werke gelten sollte. Das wäre, denke ich, ganz wichtig. Ein weiterer Punkt, der, glaube ich, wichtig ist, ist, dass staatliche Stellen da, wo es notwendig ist, zur Verwendung freier Lizenzen verpflichtet werden. Also da gibt es erste Ansätze jetzt mit der Open-Data-Richtlinie der EU. Da gibt es jetzt eine Durchführungsverordnung, dass für ganz bestimmte so hochqualitative Datensätze, wie zum Beispiel eben Geodaten und so weiter, der Staat verpflichtet wird, die bereitzustellen in Echtzeit, in hoher Auflösung, hoher Qualität, und sie auch unter eine freie Lizenz zu stellen, und zwar CC BY, CC 0 oder was Gleichwertiges. Und ich glaube, dass gerade diese CC 0, also sozusagen die Lossagung von Exklusivrechten so weit, wie das Gesetz es ermöglicht, auch für staatliche Stellen sinnvoll ist, wenn es um internationale Fragen geht. Weil dieser Paragraph 5, das ist auch was wir, glaube ich, langfristig angehen müssten, der gilt ja erstmal nur für Deutschland. Das heißt, wenn jetzt jemand in einem anderen Land amtliche Werke aus Deutschland nutzen wollen würde, dann wären die immer noch urheberrechtlich geschützt, weil er sich nicht auf diesen Paragraph 5 berufen kann. Das heißt also, zusätzlich dafür bräuchten wir eigentlich sowas wie einen internationalen Vertrag, also so wie es die Berner Übereinkunft gibt, in der gesagt wird, okay, wir erkennen gegenseitig unsere Urheberrechte an, müssten wir eigentlich auch einen internationalen Vertrag haben, dass wir gegenseitig unsere Gemeinfreiheit anerkennen. Und das wäre, glaube ich, ein langfristiger Schritt, vielleicht ein bisschen kleiner, kurzfristiger noch gedacht, jetzt auch diese, um ein bisschen Ordnung in dieses Thema mit der Beteiligung Dritter reinzubringen. Dass wenn man sagt, okay, wenn es staatliche Auftragsarbeiten gibt, also meinetwegen ein Ministerium stellt eine Fotografin an, um auf einer Veranstaltung zu fotografieren und die Fotos werden dann auf der Webseite verwendet, dass die öffentliche Stelle dann verpflichtet ist, die Rechte also in der Ausschreibung im Prinzip gleich klären zu lassen, dass diese Inhalte unter eine freie Lizenz gestellt werden. Und auch dann könnte man vielleicht ein paar dieser Probleme mit den Grenzfällen der amtlichen Werkeregelung umgehen. Saskia, was wünschst du dir? Ich wünsche mir auf jeden Fall eine zentrale Plattform, in der
alle Urteile, die wir deutschlandweit haben, veröffentlicht werden. Ich weiß, dass manchen diese Forderung viel zu weit geht, aber ich stelle erstmal die Maximalforderung dort auf. Ich würde vielleicht auch dort die Maximalforderung aufstellen, dass wenn es amtliche Informationen von Behörden geht, dass wir eben dort nicht diese ganze Verschachtelung von rechtlichen Hintertüren haben, sondern dass wir es wirklich einfach halten, so wie du es eben auch vorgeschlagen hast, dass man eben sagt, das ist gemeinfrei. Ich finde auch den Vorschlag toll, dass man sagt, das muss dann natürlich auch länderübergreifend geregelt werden. Ich denke, wir sehen schon, auch gerade auf EU-Ebene, es ist halt schleppend, das geht voran und das ist vielleicht dann auch leider auch manchmal immer noch mit einer Hintertür offen, aber dass einfach wirklich dieses Bewusstsein da ist, dass wir nur einen Mehrwert davon haben, wenn amtliche Informationen frei zur Verfügung gestellt werden und dass damit auch der Staat sich nur was Gutes tut, weil er Transparenz schafft und vor allen Dingen sein Handeln auch nachvollziehbar macht. Und nur wenn es nachvollziehbar und transparent ist, dann kann es einen Diskurs geben, dann kann es vorangehen, dann bleibt es nicht beim Status quo. Und ich habe da diese ideale Vorstellung, dass der Staat das auch will. Und jetzt ist es halt bloß daran gelegen, dass das umgesetzt wird und eben noch in die Zeit geholt wird, dieses Gesetz an der Stelle zu ändern, was eben dann, wie du erzählt hast, von 1901. Und das muss man sich halt vorstellen und auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben jetzt 2023, finde ich, eine abgefahrene Zahl. Und das muss doch möglich sein, dass das Urheberrecht, und wir hatten erst eine große Reform und da wurde das leider nicht angegangen, das muss möglich sein, dass sich das ändert und dort diesem Open-Data-Gedanke auch im Urheberrecht nachgekommen wird. Das ist mein Wunsch. John, was muss getan werden, damit der Staat auch tut, was er will? Ja, ich will mich dem anschließen, was ihr gesagt habt, gerade auch dem letzten Punkt. Also die Denke, die da noch drinsteckt in dem Text, ich meine, wie gesagt, der ist aus den 60ern, aber der nimmt was aus Anfang des 20. Jahrhunderts stammt, dass man das endlich ad acta legt, im übertragenen Sinne gesprochen, dass man eben vom heutigen Menschenbild ausgeht und nicht mehr von dem Untertanen und der Untertanin, die irgendwas empfängt und nur ausnahmsweise mal was damit machen darf, sondern im Zweifel davon ausgeht, dass ein Interesse daran besteht, mit staatlichen Inhalten was zu machen, auch mit dem Hintergedanken, dass man dadurch einfach eine hohe Qualität an Inhalten verfügbar und nutzbar macht und auch ihnen Platz schafft dadurch und viele andere Inhalte, die weniger Qualität sind, aber die leicht zugreifbar sind, zurückdrängen kann. Also ich meine, es ist im ureigensten Interesse, glaube ich, jeder Öffentlichkeit, jeder Gesellschaft, dass sie die Dinge, die von ihr mit ihren eigenen Mitteln auf hochwertige Art und Weise produziert wurden, dass die sozusagen ein bisschen die Vorfahrt kriegen, anstatt dass all der ganze Rest, der sich sonst breit machen kann, nach oben treibt sozusagen. Also ich spreche nicht gleich von Fake News, aber alles, was im Moment Kampf gegen Desinformation und so weiter ist, wird alles behindert durch solche Regelungen. Also dass man das endlich aufgibt und das macht, was Felix auch schon angedeutet hat, man sagt, das, was für den ersten Absatz hier gilt, das sollte für alle amtlichen Werke gelten, Punkt. Dann hat man immer noch ein bisschen das Problem, wann ist es ein amtliches Werk genau? Da könnte man vielleicht auch noch eine Lösung für finden. Und ich wäre ein bisschen vorsichtig vielleicht bei dem Punkt Verpflichtung zu offenen Lizenzen oder zu freien Lizenzen. Das ist auch eine gute Sache, aber es ist, glaube ich, immer eine Krücke. Also wenn man eine gesetzliche Regelung in so einer Schranken- oder Begrenzungsform wie hier hinbekommt, ist das meiner Ansicht nach immer vorzugswürdig gegenüber einer Verpflichtung, noch eine freie Lizenz zu verwenden. Aber auch das wäre natürlich schon ein Fortschritt. Also ne, vor allen Dingen gibt es manche Bereiche, wie zum Beispiel die Auftragswerke, die du genannt hast, da kann man nicht einfach das Urheberrecht komplett entfernen über so eine Regelung, weil da einfach Drittinteressen mit drinstecken. Und dann sind freie Lizenzen sicherlich eine gute Lösung. Also für alles, was wirklich genuin vom Staat kommt, so eine schöne Regelung machen wie den Absatz 1. Für alles andere freie Lizenzen und dann auch noch den Zugang sicherstellen. Ich glaube, dann wären wir ein Stück weiter.
Wunderbar. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen, bei Felix Reda, bei Saskia Ostendorf, bei John Weizmann, dass ihr bei Monsters of Law wart, dass ihr eure Expertise zur Verfügung gestellt habt. Und jetzt gibt es noch eine kleine Überraschung für euch. Und zwar haben wir für euch ein Zertifikat, das ist für Saskia. Oh, danke schön. Und damit seid ihr offiziell ein Monster danke. Of Law. Ja, ich wollte schon immer ein Monster. Genau. Toll, gerne super. Bis zum nächsten Mal. Danke auch für Ihr Interesse, für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss.